Ich weiß noch gar nicht, wie ich dieses Video anfangen soll. Ich habe einfach Bock gehabt, ein bisschen zu schnacken. Ich setze mich mal hier hin. Keine Ahnung. Und zwar über folgendes Thema. So, sag ich jetzt erst. Viele von euch, es ist jetzt ja gerade wieder Sommerferien, sind vorbei und viele von euch sind wahrscheinlich auch gerade, dass sie eine Ausbildung anfangen oder ein freiwilliges soziales Jahr machen oder halt einfach das nächste Schuljahr beginnt oder so. Ich kriege immer wieder Nachrichten von Leuten, die mich fragen so, ey, wie war das denn bei dir? Wie hast du dich getraut, das mit der Musik komplett zu machen und dich damit selbstständig zu machen und bla 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 bla. Und ich kriege immer wieder diese Fragen und wie es dazu kam und generell, wie ich mit Musik angefangen habe und so. Ich dachte mir, ich hatte Bock mal wieder ein bisschen über mich zu labern einfach. Dass vielleicht ein paar Leute, die auf dem Kanal mich noch gar nicht so richtig kennen oder vielleicht nicht so viel von mir sonst mitkriegen auf Instagram oder so, wo ihr unbedingt folgen solltet, die da vielleicht noch nicht so viel mitbekommen haben, denen möchte ich einfach mal ein bisschen was erzählen. Parami ist für mich, ne? Über mich. Vielleicht kann ich mit dem Video ja auch irgendwie den ein oder anderen dazu ermutigen, einfach sein Ding zu machen, weil ich glaube, dass am Ende sowieso, kann ich jetzt schon mal vorab sagen, ist die Grundmessage von diesem Video eigentlich: Mach einfach dein Ding, wenn dir danach ist, weil so habe ich es gemacht und so ist es irgendwie, glaube ich, richtig. Und ja, ich kann dir einfach mal erzählen, wie es bei mir war. Ich habe mit Musik angefangen, da war ich noch mega, mega klein. Also ich habe letztens Videos gefunden, die werde ich jetzt einfach mal hier einblenden. Da war ich 1-2 Jahre alt und Musik war einfach in meiner Familie immer ein Thema. Das heißt, meine Mutter hat Klavier gespielt, Gitarre gespielt, mein Bruder hat mal ein bisschen Klavier gespielt, meine ganze Familie war immer irgendwie im Chor und hat da gesungen und es war irgendwie immer am Start. Mein Opa hat immer gefilmt, weswegen diese Filmleidenschaft irgendwie bei mir auch, glaube ich, durchgekommen ist. Und deswegen war ich irgendwie immer von Musik umgeben. Und gar nicht so wie bei Leuten, wo jetzt wirklich die Eltern Musiker sind, die damit ihr Geld verdienen, dass man vielleicht sogar noch viel eher sagt, so ey, der Junge wird auf jeden Fall was mit Musik machen, sondern Musik war einfach immer da. So, es war immer so, wenn ich Bock hatte, konnte ich am Klavier rumdrödeln. So, ne? Und es war immer ein Spiel und es war immer Spaß und es war immer so, ja, immer einfach ein Spiel für mich und so ein Hobby. Und dann habe ich irgendwann ein Schlagzeug bekommen, so ein gebrauchtes Schlagzeug von unserem Nachbarn abgekauft, was auch nur so zur Hälfte komplett war, aber so die wichtigsten Sachen waren da und man konnte da drauf rumkloppen und ich hatte Spaß daran. Und das war, was meine Eltern irgendwie relativ früh erkannt haben, einfach wenn der Junge an irgendwas Spaß hat, dann lasst uns gucken, dass wir ihn da fördern. Und das ist, glaube ich, was sehr, sehr wichtig ist und was, wenn Eltern das früh erkennen oder das auch früh darauf eingehen, dann kann daraus, glaube ich, immer irgendwas werden, egal was das für ein Hobby ist. Dann war Musik halt irgendwie immer da und dann habe ich irgendwann angefangen, an einem Rechner, dann wiederum mit 10, 11, 12 Jahren, also jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, einfach versucht, selber was aufzunehmen und so. Ganz billigen, komischen Scheißprogrammen. Man braucht dafür nichts Krasses. Es geht einfach, am Anfang sollte immer der Spaß stehen, einfach, dass man darauf Bock hat und dass man Interesse daran hat. Und ich glaube, nur dann kann man irgendwie erkennen, okay, warte mal, hey, das macht mir Spaß. Ich habe da Freude dran, ich interessiere mich dafür, ich will mich da irgendwie fortbilden, ich will was dazulernen, ich will das machen in meiner Freizeit, neben der Schule. Wo andere Kids irgendwie Playsy zocken den ganzen Tag oder so, war ich halt immer an meinem Rechner und habe da Musik gemacht, obwohl es noch nicht mal geil klang oder so, aber es hat mir einfach Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn das Eltern erkennen oder das ist auch was, worauf ich achten will, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dass ich einfach versuche rauszufiltern, so was macht dem Kind wirklich Spaß und wie kann ich das Kind unterstützen. Und dann lief das einfach immer so nebenbei und dann habe ich auch mal eine Zeit lang gehabt, da wollte ich Zauberer werden, so, weißt du? Oder dann wollte ich Fußballspieler werden, wie jeder kleine Junge irgendwie oder was weiß ich, ich habe dann immer so Phasen gehabt, wo ich auch mal wieder was anderes, meinen Fokus ganz woanders drauf gelegt habe, aber die Musik war eigentlich immer da so. Und ich habe nie wirklich ein Instrument gespielt. Ich habe halt, wie gesagt, mal ein Schlagzeug gehabt und habe dann ein Jahr lang Schlagzeugunterricht gehabt und habe dann aber, wurde ich rausgeworfen, weil ich halt nicht nach Noten spielen wollte. Und all solche Geschichten. Ich habe nie Gitarre oder Klavier richtig gelernt. Das lerne ich jetzt gerade erst seit einem halben Jahr so ein bisschen. Aber Musik war immer da und ich glaube, dass das einfach der Grundstein war, warum ich irgendwann gesagt habe, okay, ich mache jetzt meine Ausbildung nach der Schule. Ich habe die angefangen als Mediengestalter Bild und Ton und das ist auch wieder was. Also Film und Musik und Fotos, das ist komplett, das ist mein Ding. Und das habe ich komplett aus meiner Familie, das merke ich einfach langsam so. Mein Onkel macht Musik seit 30 Jahren in Mailand. Mein Opa hat, wie gesagt, immer gefilmt. Meine Mutter hat immer Musik gemacht. Die singen alle im Chor und so, meine ganze Familie mütterlicherseits zumindest. Und das ist einfach da gewesen. Und dann habe ich die Ausbildung angefangen und habe dann aber während der Ausbildung gemerkt, ey, warte mal, ich kann da im Internet mir gerade was aufbauen. Und weiß nicht, irgendwie hatte ich dann so ein bisschen den Mut und habe gesagt, ey, ich will das ausprobieren eigentlich oder ich will das vor meine Ausbildung stellen vor allem und das ist mir gerade irgendwie wichtiger und es macht mir vor allem auch noch mehr Spaß und
heutzutage hat man die Möglichkeit. Es gibt ja total viele Leute, die jetzt irgendwie heute, unsere Eltern, unsere Verwandten, unsere Onkels und Tanten, die hatten damals die Möglichkeit nicht, einfach was ins Internet hochzuladen und vielleicht wird das ein Riesenhit. Und dann habe ich gesagt, ey, bin ich zu meinem Chef gegangen. Lieben Gruß auch, falls er das mal irgendwie sieht. Claudio Di Lucia, super Typ. Und meinte zu mir, ey, Kai, wenn du deine Ausbildung jetzt nicht machen willst, oder wenn du halt sagst, so, ey, das ist gerade nichts für dich, dann konnte es voll nachvollziehen, weil er hat sich auch irgendwann selbstständig gemacht mit seiner Medienfirma. Mein Vater hat sich auch irgendwann selbstständig gemacht mit seiner Firma, mit Steuerberatung und was ganz anderes und so. Aber ich war von ein paar Leuten umgeben, die auch wussten, wie das ist, wie sich das anfühlt, wenn man jung ist und eigentlich einen Traum hat. Und dann hat mein Ex-Chef mir gesagt, ey, wenn du die Ausbildung jetzt nicht machen willst, probier das mit der Musik aus und vielleicht kommst du nächstes Jahr wieder und dann machst du die Ausbildung, weil es mit der Musik nicht geklappt hat, aber ich gebe dir diesen Freifahrtschein, dass du jederzeit wieder hier klingen kannst, kommen kannst und du kannst deine Ausbildung machen innerhalb von einem Jahr. Also er hat mich schon auch ein Zeitfenster gesetzt und das hat mich dann irgendwie so gepusht, da habe ich gesagt, okay, warte mal, der Typ gibt mir die Chance, mega korrekt. Also es ist unglaublich sowas eigentlich. Ich glaube, ich habe davor noch nie gehört, dass irgendjemand so eine geile Chance bekommen hat. Dann habe ich gedacht, okay, das ist meine Chance, ich muss das machen. Und dann habe ich Musik, alles auf Musik gesetzt und auf Internet, auf YouTube, auf dieses ganze KF-Ding. Und habe dann hatte ja noch mehr Zeit, um mich da reinzuhängen. Und dann habe ich das 2013, 14 wurde das zu meinem Beruf dann. Und ich habe dann meinem Ex-Chef gesagt, hey, ich komme nicht wieder. Ich glaube, ich muss das hier machen. Und dann wurde das alles einfach immer größer. Und dann hat sich das auch gut angefühlt, weil ich einfach mal das gemacht habe, wonach mir war und was sich richtig angefühlt hat. Und das ist eigentlich das, was ich mit diesem Video euch mit auf den Weg geben will, was ich euch aus meinem noch sehr jungen Leben mit auf den Weg geben kann, ist einfach, ey, wenn ihr auf irgendwas Bock habt, wenn ihr ein Hobby habt oder so, was vielleicht echt nur ein absurdes Hobby ist, sei es, ihr malt einfach gerne, aber findet eure Stärken raus und geht denen nach, weil das ist, was ganz, ganz, ganz viele Leute nicht machen oder was sie nicht ernst nehmen oder was sie zu sehr nebenbei machen. Sachen, die dir Spaß machen, deine Hobbys, deine Stärken rauszufinden und dann daraufhin deinen Beruf auszuwählen. Für viele Leute die trennen das. Die sagen, das ist ein Beruf, was ja auch richtig sein kann, einfach sich einfach einen klassischen Beruf vielleicht nachzugehen und nebenbei ein Hobby zu haben. Aber wenn man dann davon träumt, ey, ich würde gerne mein Hobby zum Beruf machen, dann sollte man damit früh genug anfangen. Weil ich glaube schon, dass irgendwann der Moment kommt, wo man dann sagt, okay, fuck, jetzt bin ich in diesem Job drin und ich komme jetzt hier auf jeden Fall nicht mehr so einfach raus und kann jetzt irgendwas wagen. Und deswegen war das, glaube ich, genau der richtige Moment, etwas zu wagen. Und wenn dann irgendwann Musik in 10 Jahren nicht mehr funktioniert, oder was weiß ich, wenn es übermorgen nicht mehr funktioniert, dann weiß ich, ich habe jetzt mir in den letzten 3-4 Jahren was aufgebaut und einen Kontaktkreis um mich, ein Netzwerk um mich herum aufgebaut, wo ich weiß, ich könnte irgendwas in dieser Branche machen. Und selbst wenn ich gar nichts mehr mit Musik mache, werde ich wieder Mediengestaltung machen. Einer meiner besten Freunde, Marvin, hat sich ein Unternehmen aufgebaut, was mega krasse Musikvideos dreht. Und ich bin immer noch komplett umgeben von dem, was mir Spaß macht. Und deswegen kann ich das nur jedem sagen, ey, macht euer Ding einfach so. Findet raus, worauf ihr Bock habt. Das ist das Wichtigste. Und wenn ihr das früh rausfindet, umso besser. Wenn ihr jetzt gerade überlegt, ey, mache ich ein Auslandsjahr, mache ich Abi, mache ich eine Ausbildung, mache ich ein Studium. Es gibt ja so viele Sachen, die man machen kann. Man kann auch überall reinschnuppern, so. Ja, man kann überall Praktikas machen. Macht das. Versucht rauszufinden, wo sind eure Stärken. Und ich glaube, wenn ihr das dann wisst und das merkt, dann ist das erstmal eine richtig geile Bestätigung, ein richtig geiles Gefühl. Und ihr wisst, okay, warte mal, das will ich machen. Und dann seid ihr auch bereit, alles dafür zu geben und dann macht ihr den Job auch richtig gut und dann ist alles einfach geiler und das kann ich jedem nur empfehlen. Vielleicht bei euren Geschwistern, wenn ihr kleine Geschwister habt oder so, achtet mal drauf, was machen diese Leute gerne und was sind die Stärken und dann Vollgas und dann alles geben. Und ich hab ein riesen Privileg, dass ich das jetzt seit 2013 bin ich selbstständig, also seit 4 Jahren jetzt machen kann. Und darüber bin ich sehr, sehr froh und das hängt natürlich auch mega mit euch zusammen. Und ich hätte mir diese Community nie aufbauen können, hätte ich meine Ausbildung. Ich wäre jetzt seit 2 Jahren aus der Ausbildung erst raus. Und deswegen hätte ich diese Zeit nicht genutzt, hätte ich das hier alles sehr wahrscheinlich gar nicht. Und hätte mir das alles nicht aufbauen können, weil ich halt da wirklich sehr, sehr krass eingespannt war. Klar gibt es Ausbildungsberufe, wo du einfach um 17 Uhr gehst und dann kann man immer noch sein Hobby machen. Und viele machen ja auch YouTube und eine Ausbildung. Das will ich auch nochmal sagen. Viele machen das beides und das ist richtig krass. Studium und YouTube nebenbei. YouTube ist nicht nebenbei, wenn du das richtig geil machen willst. YouTube du musst dir richtig viel Gedanken dazu machen. Du musst geile Konzepte ausdenken. Gerade heutzutage, wo jeder
YouTube macht, muss man rausstechen. Deswegen ist es krass, wenn Leute noch ein Studium oder so nebenbei machen, das will ich auch nochmal sagen. Für mich war es aber so, das war eine ganz, ganz kleine Firma, da waren wirklich, wir waren mit 5, 6, 7 Leuten, ich glaube 5 Leute waren wir in dem Betrieb oder 6, lass mich nicht lügen. Und ich wurde halt eingespannt, was auch gut ist, als wäre ich da schon angestellt. So, und habe dann halt teilweise Jobs gehabt, die gingen von 9 Uhr und bis 9 Uhr abends oder von 9 bis 22 Uhr. Oder ich war halt, war auch mal wirklich bis richtig spät da und habe dann einfach Projekte mitgemacht. Und das war auch gut, dass ich das gelernt habe. Aber dadurch hatte ich halt gar keine Zeit mehr für Musik einfach. Und das hat mein Chef mir damals auch gesagt, ey, entweder du machst das hier oder du machst es nicht. Und das war auch, das sind alles so kleine Momente, die mir gesagt haben, ey, ganz oder gar nicht. Und da bin ich voll der Typ für und ich habe mich dann für die eine Sache entschieden und das hier und zum Glück hat es funktioniert. Es hätte auch alles gar nicht funktionieren können, aber dann hätte ich immerhin zu meinem Ex-Chef gehen können und sagen können, ey, Musik hat nicht geklappt. Deswegen, das ist so ein Video, was ich einfach mal machen wollte, mal ein bisschen quatschen mit euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wollte einfach mal ein bisschen erzählen und ein bisschen labern über mich, weil es einfach viele Sachen gibt, die ich immer wieder gefragt werde und wo Leute immer wieder sagen, hey, wie war das überhaupt? Und ja, wenn ihr weitere Fragen habt zu mir, zu meinem Leben einfach, ich habe Bock hier mal wieder ein bisschen mehr von mir zu erzählen, dann lasst es mich wissen, jetzt werde ich hier wieder überbelichtet und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, wir sehen uns hoffentlich bald, ich habe noch ein paar kleine Festivals, die wir spielen und dann sehen wir uns hoffentlich auf der Chaos-Tour alle, das wird mega, mega geil mit Teasern und eine neue Single habe ich auch schon in der Pipeline, checkt das ab, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, ciao.